Hallo, in dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Steuerthematik von Derivaten. Doch woher rührt das? Gibt es Gesetze dafür und wo können wir diese Gesetze bzw. Paragraphen nachlesen? Dazu habe ich Michael Frey heute dabei, unseren Experten im Thema Steuern für Kapitalmarktprodukte. Ja, Michael, woher rührt das? Hast du dir das aus den Fingern gezogen oder warum gibt es überhaupt diese Gesetzesregelung? Also erstmal danke, dass ich wieder da sein darf. Natürlich haben wir uns das nicht aus den Fingern gezogen. Die primäre Quelle ist natürlich für alle Steuerthemen das Steuergesetz. In dem Fall § 20 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes. Dort in Satz 5 wird die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte formuliert. Ganz grob gesagt darf ich maximal 20.000 Euro an Verlusten aus Termingeschäften ansetzen und diese auch nur gegen Gewinne aus Termingeschäften verrechnen. In dem Gesetzestext sieht man deutlich, dass hier eine Verweistechnik gewählt wurde, in dem eben nicht einfach das Wort Termingeschäfte dasteht, sondern auf bestimmte Ertragstypen verwiesen wird. In Satz 6 habe ich dann die Verlustverrechnungsbeschränkung für den Verfall von Kapitalanlagen. Die ist ganz ähnlich ausstrukturiert. Auch hier maximal 20.000 Euro Verluste, die ich verrechnen kann. Aber hier bin ich eben frei und kann gegen alle Arten von Gewinnen aus Kapitalanlagen verrechnen. Gut, das hatten wir ja auch in einem vorherigen Beispiel in einem Video schon erklärt. Und jetzt sehen wir auch genau, wo das eigentlich im Gesetz steht. Nur, Michael, das ist immer noch ein bisschen unspezifisch meines Erachtens. Gibt es da noch detailliertere Vorschriften, die etwas mehr über dieses Thema verraten? Du hast absolut recht. Zwei Sätze sind einfach nicht genug, um die ganze Komplexität des Themas abbilden zu können. Deswegen gibt es die sogenannten BMF-Schreiben, also Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Diese Schreiben sind zwar erstmal nur Äußerungen der Finanzverwaltung, für IG, genauso wie für alle anderen Banken und Broker in Deutschland, haben diese aber quasi Gesetzesrang im Rahmen des Steuerabzugs. Für den Anleger gilt das nicht. Der kann sich seine eigene Rechtsmeinung bilden. Das heißt, Banken und Broker wie zum Beispiel IG sind gesetzlich verpflichtet, dem nachzugehen. Das ist absolut richtig. Was der Gesetzgeber damit erreichen will, ist, dass die Abgeltungssteuer und der Steuerabzug bei jeder Bank und bei jedem Broker in Deutschland gleich umgesetzt wird. Das heißt, dass es da keinen Unterschied gibt, bei wem ich genau meine Transaktion durchführe. Das macht Sinn. Wenn ich mehr über dieses sogenannte BMF-Schreiben wissen möchte, wo finde ich das und wo kann ich mehr über diese detaillierten Vorschriften nachlesen? Das BMF-Schreiben wird, genauso wie alle anderen BMF-Schreiben auch, auf der Homepage vom Finanzministerium veröffentlicht. Das heißt, da gibt es einen extra Unterpunkt, der heißt BMF-Schreiben und dann eine Suchmaske und da am besten einfach Abgeltungssteuer eingeben und dann wird das Schreiben gefunden. Welche detaillierten Vorschriften werden denn in diesem BMF-Schreiben genannt und welche sind denn für den Anleger geradeaus wichtig? Das BMF-Schreiben ist sehr umfangreich und jede einzelne Regelung zu besprechen würde jetzt den Umfang des Videos sprengen. Aber ein paar ausgewählte Regelungen haben wir mal mitgebracht. Da wären zum Beispiel die Aussage, dass Optionsscheine und Zertifikate keine Termingeschäfte sind. Aber auch hinsichtlich der Frage, was passiert eigentlich, wenn ich sowohl Termingeschäfte als auch den Verfall habe, also zum Beispiel eine Knockout-Option. Auch hier gibt das Schreiben einen Hinweis, nämlich dass die Regelungen über Termingeschäfte vorgehen. Das heißt, ein Verlust aus dem Verfall einer Option fällt unter die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte. Jetzt haben wir von Vorschriften gehört, die eigentlich das Thema Termingeschäfte besprechen. Jetzt stellen wir uns gerne auch die Frage, wie werden Knockout-Zertifikate behandelt, insbesondere wenn Zertifikate mit einem Knockout-Ereignis letztendlich wertlos verfallen. Genau, und da haben wir schon ein Thema. Wertloser Verfall ist erstmal ein unbestimmter Begriff. Und das BMF-Schreiben versucht, sich diesem Begriff zu nähern, indem es eben definiert, dass ein wertloser Verfall nur dann vorliegt, wenn ich keinen Rückzahlungsbetrag oder einen Rückzahlungsbetrag in nur symbolischer Höhe, in Höhe der Transaktionskosten habe. Mit anderen Worten, wenn mein Produkt schon in den Emissionsbedingungen einen Restwert über diesem symbolischen Betrag vorsieht, habe ich gerade keinen wertlosen Verfall. Vielen Dank. Das ist sehr wichtig, dass man hier die Definition des wertlosen Verfalls auch versteht
und dementsprechend dann auch umsetzen kann. Du hast gerade erwähnt, das BMF-Schreiben logischerweise finden wir beim Bundesministerium für Finanzen und können das dort auch nochmal nachlesen. Wem das alles zu viel ist, der kann natürlich auch auf unsere IG-FAQ-Seite. Dort erklären wir alle wesentlichen Informationen und alle wesentlichen Fragen, die man als Anleger haben kann zu diesem Thema. Und damit kann man auch letztendlich die Themen, die das BMF-Schreiben eigentlich bespricht, auch nochmal zusammenfassend nachlesen. Nichtsdestotrotz ist es durchaus auch ratsam und möglich, sich das BMF-Schreiben in Ruhe beim Bundesministerium für Finanzen durchzulesen. Vielen Dank, Michael. Gerne.